Ja, wir rennen einfach weiter. Gut, wir sind ja gut an der Spinne vorbeigekommen. Ja, das ist ja immerhin schon mal was. Okay. Das sind wenigstens Gegner. Gegen die kann man kämpfen. Die sind nicht eklig. So. Hallo, Herr Ghoul. So, du bist der Nächste. Nein. Danke. Dann können wir jetzt einmal... Nicht nach Lösungen, Reagenzien, was die da wohl machen. In diese Richtung. Offenes Fenster, Stiefelabdruck auf dem Bett. Da hatte es jemand eilig. Das ist wohl wahr. Gefährliche Branche, Narkotika. Riecht nach. Die haben Fistech gekocht. Fast die ganze Ausrüstung ist weg. Nur nicht die kaputte. Natürlich nicht. Okay. Suche in der Umgebung. Okay. Das sollte ja nicht allzu schwer sein. Also, hier sind die Fußspuren, ne? Fußspuren. Ungleichmäßig. Hier ist jemand durchgelaufen. Hier hat er angehalten, sich versteckt und ist weitergelaufen. Hier, da gehen die Spuren weiter. Die Narbe auf der Stirn, das muss Kläubert sein. Bolzen im Rücken, tief drin, kam also aus der Nähe, wahrscheinlich aus Richtung Dorf. Und jetzt irgendwo den Ort finden, von wo er getötet wurde. Das grenzt die Sache erheblich ein nicht. Bisher finde ich nichts. Da sind Fußspuren, aber ich glaube, die sind von dem anderen. Armbrustbolzen. Ah, nee. Und Fußspuren. Tief. Der Schütze muss schwere Rüstung getragen haben. Und rennt zurück ins Dorf. Hufabdrücke. Die führen zum Hügel. Da ist noch jemand. Das weiß er jetzt auch mal so einfach. Hier sind auf jeden Fall welche. Allerdings jetzt nicht eine Tote. Bist du hässlich?
tschüss. Okay, wo geht denn hier die Spur weiter? Bin ja jetzt gerade so ein bisschen verloren, ne? So, hier. Alter, nicht da in den Wald rein, bitte. Bitte nicht in den Wald. Deswegen kann ich ihn nicht öffnen. Hinten sind. Da ganz hinten sind auf jeden Fall Spinnen. Ist was? Oh Scheiße. Wir müssen da noch weiter rein. Es ist doch Kacke. Oh, ich zuck bei jedem kleinsten Geräusch zusammen, ne? Da hinten ist Entryagen. Entryagen sind ja in Ordnung. Boah. Allerdings nicht so viel Schaden, wie die gerade machen. Gut, die Endriagen lassen wir wohl mal. Die sind doch etwas sehr hart im Leben. Naja. Auch okay. Naja, aber gut zu wissen, dass es in dem Fall keine Spinnen waren diesmal. Aber wir ignorieren sie dennoch.
guckt schon wieder so düster links und rechts. Hier oben. Und hier hinten waren in der Regel eigentlich keine Spender. Wir hoffen einfach mal das Beste. War ja auch nur eine Frage der Zeit. Keine Angst, wir machen später noch Hauptstory weiter. Und jetzt hier nach, ich weiß gar nicht, ist, glaube ich, die letzte Nebenquest. Ja, die vorletzte. Was ist das? Hat der Orden der Flammenrose einen neuen Sitz? Gar nicht schlecht. Hör zu, Streuner. Ich weiß nicht, was du hier willst, aber ich gebe dir einen Rat. Geh dorthin zurück, woher du gekommen bist. Und? Was machst du noch hier? Muss ich dir erst den Schädel einschlagen? Dein Ton gefällt mir nicht, Bruder. Ich dachte, ich wäre höflich. Aber wenn Manieren versagen, müssen wir wohl deutlicher werden. Aua. Ihr kleinen Raubritterchen, ne? Ihr habt auf jeden Fall keine Chance. Warum brennt der nicht? Denn wenn Gegner brennen sollen, brennen sie nicht. So, das Hühnerbrötchen nehmen wir auch mal mit. Auch mal wieder speichern. Oh je. Giftiger Gase. Die sagen nichts. Verdammt! Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Hexer. Oder, wie ihr Brüder mich gerne nennt, ein Mutant. Du solltest gar nicht hier sein. Und Ritter der Flammenrose sollten keine Menschen umbringen oder Drogen herstellen. Ja, sollten wir nicht. Wir sollten die Unterdrückten beschützen, den Glauben an das ewige Feuer verbreiten. Aber Radovid hat uns reingelegt. Schwur gebrochen und unsere Brüder an die Front geschickt. Als der mächtige Orden ausgeblutet war, hat er uns aufgelöst. Er hat unsere Ländereien und Besitztümer für seinen Krieg verwendet. Wer nicht widersprach, wurde zum Hexenjäger ernannt. Wer es wagte, sich gegen ihn zu erheben, wurde eingesperrt oder ins Exil geschickt. Wir sind nur wenige, die noch die Farben tragen. Wir müssen einen neuen Platz für uns finden. Ihr seid also zu Schurken geworden. Wolltet ihr das, was Siegfried von Denesle wohl dazu sagen würde? Siegfried von Denesle würde... Aber woher kennst du? Ich kenne dich.
Yep. Du bist Geralt von Riva. Du hast Jack der Aldersberg getötet. Yep. Ganz genau. Und wenn ich müsste, würde ich es wieder tun. Ich habe so das Gefühl, dass das erste DLC so sehr auf den... Das hast du ausgelöst, verfluchter Mutant. Hindeutet. Zieh deine Klinge! Kein Grund zu brüllen. Bitte einfach höflich darum. Ich meine, es sind hier so viele Anspielungen auf den ersten Teil. Ich meine, Jack der Aldersberg war erstmal. Haben wir auf jeden Fall getötet. Siegfried, ja gut, haben wir. Ja, Hintergang. Ja, was heißt Hintergang, aber. Wir waren jetzt nicht gerade auf der Seite der Flammenrose. Haben wir ja von Anfang an so durchgezogen tatsächlich. Okay. Ah ja, ich muss dafür den anderen loswerden. Jetzt kann ich ihm den Schild dann nicht ablutzen. Der gute Ulrich. Okay. Freu mich, dass wir gerade da hochkommen. Zeig mir, was du zu bieten hast. Das gegrillte Hühnchen nehmen wir mit. Haben wir schon mehr als genug? Ja, ansonsten scheint es hier nicht zu geben. Ich hoffe, dass wir jetzt relativ schnell einen dieser Wegmarkierungen finden. Bin ich nämlich ganz schnell weg. Ist das hier das eine gut? Ja. Ah, okay, das ist hier der Ort, wo die Hochzeit war. Ja, das geht natürlich. Tagchen, die Herren. Und wieder hier rein. Ah, du warst es. Ich hab deinen Freund gerecht. Ha! Ich wusste, du schaffst es, Katzenauge. Ich wusste es. Also raus damit. Wer war der Mistkerl? Mistkerle. Brüder des Ordens der Flammenrose. Was hast du mit ihnen gemacht? Mit heißen Eisen verbrannt? Die Augen rausgerissen? Gehäutet?
Nein, nur getötet. Ah, stattlich und langweilig zugleich. Hier, Katzenauge, dein Gold. Danke. Sollte für ein bisschen Extravaganz reichen. So. Und Level up. Das ist sehr schön. Charakter. Machen wir das einmal. Speichern. So, mal gucken. Haben wir hier noch? Okay, eine haben wir noch. Und dann halt die hier. Gut, machen wir die hier. Die ist direkt in dieser wunderbaren Ortschaft. Ist das das Borsodi-Auktionshaus? Scheint so. Gefreiter Klein, du bist im Dienst. Schon vergessen? Mit Zivilisten wird nicht geplaudert. Zweck des Besuchs? Sind die Eigner da? Du meinst wohl den alleinigen Eigner. Den geschätzten Horst Borsodi. Ja, ist er. Ich muss mit ihm reden. Befehl 76 CWX ist eindeutig. Nur Geladene dürfen zur Auktion. Mit den schriftlichen Namen, ganz einfach. Und das soll euch hindern? Also bitte. Ich fürchte, du hast Pech. Befehl 76 CWX besagte ferner, Hauptgefreiter Wenzel möge sich einen Besen in den Arsch stecken. Klein! Weißt du eigentlich nicht, was auf Vorgesetztenbeleidigung steht? Wen haben wir denn da? Geralt, der Hexer aus Riva. Wimme Vivaldi, der Bankier aus... Woher kommst du eigentlich? Wen kümmert es, Kollege? Geld kennt keine Grenzen. Was geht hier vor, Hauptgefreiter Wenzel? Du zankst dich mit meinem Kumpel Geralt? Meister Vivaldi, Herr, dein geschätzter Sozius hat keine Einladung zur Auktion. Und ich... Aber ich habe eine Einladung. Okay, also ist das der Vivaldi aus Nysima? Rein mit dir, Geralt. Ich meine, ich glaube, wir haben im ersten Teil nie den Vornamen gehört. Wir haben immer nur Vivaldi gesagt. Ach, drauf geschissen. Muss ich erst zum Feldwebel gehen? Hoffentlich nicht. Jetzt stramm gestanden und Mund gehalten. Oh, die Jungs in der Kaserne werden sich am Boden wälzen. Ruhe! Vorwärtsmarsch! Rundherum! Eins, zwei, eins, zwei! Gut, in der Armee möchte ich nicht unbedingt dienen. Dank dir für die Hilfe. Schon gut. Ich kümmere mich gerne um alte Freunde und Kunden. Welch Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Wimme. Das hat meine liebe Verblichene auch immer gesagt. Aha, die Leute kommen zusammen. Die Auktion fängt gleich an. Lass uns raufgehen. Worauf wollen die Leute denn bieten, weißt du das? Auf alle möglichen Wertsachen. Seltene Waffen, Exotika. Jetzt fällt mir auch ein, warum mich die Ente jagen so platt gemacht haben. Ich habe vergessen, die Rüstung anzuziehen. Von der Knob, Longendijk. Sieh an. Ich hätte nicht gedacht, dass du ein Kunstkenner bist. Bin ich auch nicht. Mir ist das alles nur Geschmiere. Ich will sie ja auch nur einwickeln und wegschließen. Was? Wozu denn? Wieso wozu, Geralt? Ich muss doch mein Investitionsportfolio diversifizieren. Was? Eigentlich will ich hier nur Horst Borsodi sprechen. Oh, das könnte schwieriger sein, als du denkst. Warum? Der reinste Einsiedler ist der Mann. Gar nicht wie sein Vater. Meditele, hab ihn selig. Aber
Bei der Auktion taucht er vermutlich auf. Dann stelle ich euch vor. Ich stehe in deiner Schuld. Ach, Unfug. Ich mache nur in Krediten und Eigenwechseln. Also, rauf mit uns. Weißgold und Kanut? Okay. Ja, toll. Und ich kann gerade nicht aufs Inventar zugreifen. Gerald, wie wär's mit einer Immobilie? Ich könnte dir attraktive Hypothekenkonditionen. Nein. Haben. Es gibt keine attraktiven Kreditkonditionen, Wim. Auch nicht den Kunden. Nein. Es dauert wohl noch, bis sie anfangen. Wim, dies ist ein Bankett. Ja. Und? Ich hasse Bankette. Deppendialoge, winzige Portionen, Getränke, die nach Pisse schmecken. Ach, so schlimm wird es schon nicht. Lass mich dir meine interessantesten Partner vorstellen. Oh, yeah. Die alte Glucke dort ist Gräfin Mignole. Mit der hättest du bestimmt viel zu reden. Der Scheißer in der Ecke heißt Hilbert. Neureich. Hat mit Gwind ein Vermögen gemacht. Ah, und der da ist Kunsthändler Jaromir. Ein arrogantes Arschloch. Aber mit Gemälden kennt er sich am besten aus. Na, sollen wir mit jemandem reden? Es ist unpassend, hier zu stehen wie die Ölgötzen. Ach, Gerald, riech mal. Hier riecht es nach Geld. Jaromir, dürfen wir mal kurz stören? Hallo, Vivaldi. Wer ist das? Gerald von Riva, Hexe. Ich dachte, dir wäre vielleicht nach einem Schwatz über die Bilder, die heute verhökert werden. Sind wir also auf Profitpirsch, wie immer. Wirf du mal mit deinen Steinen. Du lebst von deinem Gemäldehandel auch nicht übel, mein Freund. Stimmt, aber sie erfreuen meine Augen, während sie für dich nur Wechsel sind. Du interessierst dich nur für kulinarische Künste. Und du, Hexer? Weißt du irgendwas über Gemälde? Ach, eigentlich nicht, nee. Mag angesichts meiner rohen Visage unglaubwürdig sein, aber ein bisschen was weiß ich. Wirklich? Mal sehen, was. Oh Gott. Wusstest du, dass unser Freund Vivaldi im Besitz von 5 Werken van der Knoops ist? Dabei kann er sie nicht von Landschaftsbildern für 5 Kronen pro Stück unterscheiden. Das leugne ich auch gar nicht. Doch für dich, mein lieber Hexer-Konnoisseur, dürfte das ja das Geringste sein. Also sag uns, welches dieser Werke ist von Edward van der Knoop, dem Meister aus Maribor? Ich meine, wir hatten schon mal eins gesehen. Ich glaube, das Essen ist es nicht. Aber okay, das ist die Schlachtszene. Das ist das Landschaftsbild. Kaufmannsporträt. Ich glaube, es war das Kaufmannsporträt. Ach was. Der Kaufmann mit der Perle, ist doch klar. Sieh einer an. Wer hätte das gedacht? Okay, wir hatten recht. Wie geil. Auf ein Wort unter 4 Augen. Zum Schein, das ist so, als hätten wir recht gehabt. Vergib meine Impertinenz. Ich hielt dich für einen Banausen von Vivaldis Schlag. Ich sollte Abbitte leisten, also verrate ich dir ein Geheimnis. Heute kommt ein Van Roch unter den Hammer. Der Maler ist weitgehend unbekannt, hat aber in Markus Hottgeson, dem Buchverkäufer am Novigrader Marktplatz, einen großen Bewunderer. Ich wette, dass du ihm das Werk mit sattem Gewinn verkaufen kannst. Danke. Nichts zu danken. Jetzt entschuldige mich bitte. Meine Freunde warten. Und? Was hat er dir gesagt? Ich soll den Van Roch kaufen.
Anscheinend ist dieser Buchverkäufer in Novigrad bereit, gutes Geld für sein Werk zu bezahlen. Ach, wer hätte das gedacht? Also gut, gehen wir. Farbklecks auf Farbklecks. Schon von der Menge kriege ich Kopfweh. Ja. Sowas. Herzog Kleuwert hat doch bankrott erklärt. Alles so gut. Huch, scheiße. Man meint, der Raum wäre voller Pferde. Das ging leicht daneben. Okay, warte, wir reden einmal mit dir. Gegrüßt seid ihr, ehrenwerte Gräfin. Madame, darf ich vorstellen? Mein lieber Freund, Gerald von Riva. Hexer der Wolfsschule. Verzeihung, hatten wir das Vergnügen schon? Nein, aber deine Gilde ist unverkennbar. Das Medaillon. Jawohl, Gerald. Gräfin Mignole ist eifrige Sammlerin von Veduminalien. Was? Alle Arten von Gegenständen, die mit Hexern in Zusammenhang stehen. Schwerter, Ausrüstungsteile, Medaillons. Darf ich fragen, wie wir Monsterschlechter zu der Ehre deines Interesses gekommen sind? Ich habe einige angenehme Assoziationen aus meiner osofernen Jugend. Sag sowas nicht, Gräfin. Du siehst einfach umwerfend aus. Sehr freundlich, Meister Vivaldi. Aber zu Hause habe ich nicht nur Veduminalien, sondern auch noch ein paar Spiegel. Was ist denn dein wertvollstes Objekt? Ein antikes Rüstungsstück. Wolfsschule, 1234. Ein Klassiker. Wird es versteigert? Leider nicht. Es ist ein Andenken von großem persönlichem Wert. Aber vielleicht hat die Gräfin noch andere Hexerdevotionalien, von denen sie sich trennen würde. Ich würde bescheidene 5% Transaktionsgebühr berechnen. Wimme, ich kenne niemanden, der sich so geschickt die Moneten anderer Leute krallt wie du. Aber was soll's? Vielleicht kriegen wir einen Handel zustande. Hey, was haben wir denn da? Wiebernhandschuhe. Alter, wir haben so viel Geld. Das stört niemanden. So, das hier darf ich nicht verkaufen. Okay. Hat die Gräfin heute etwas Bestimmtes ins Auge gefasst? Nein, aber laut Horst Borsody kommt etwas unter den Hammer, was mich interessieren dürfte. Er hat wohl nicht gesagt, was es ist? Nein, du kennst ihn doch. Ein wandelndes Rätsel. Übrigens, Meister Gerald, würdest du wohl einer Dame in Not helfen? Kommt auf die Art der Not an. Oh, es ist nur eine Kleinigkeit. Ich habe gerade einen Ohrring auf dem Balkon verloren. Ich kann ihn nicht finden. Vielleicht ist er durch die Dielen gerutscht. Aha. Du mit deinen Katzenaugen... Ja. Ich muss nur mal einmal ganz kurz was rausholen. Achso, Huch, das war die... Ein Moment, geht sofort weiter. Kein Problem. Ich sehe mal nach. Ich bin dir sehr dankbar. Bis gleich dann, Wim. Also bei einem halben Kilometer hier wegrollen. Diese Zeitgenossen, deren Kunst verstehe ich einfach nicht. Acht. Ist ganz vorsichtig hier. So. Wollte mir nämlich einmal meinen sehr gut gekühlten Energy rausholen. Boudoir sieht das ja himmlisch aus. Ich
ich komme immer noch nicht ins... Okay, nein. Ich komme leider immer noch nicht ins Inventar rein. So, ich würde einmal eine ganz kurze Pause machen. Bevor es hier vielleicht gleich zur Sache geht und, ne? Deswegen einmal eine kurze Pause. Dann bin ich gleich wieder da.